Okay. Oh Mann. Feuchte, tödliche Aussprache also? Hört sich sehr unpraktisch an. Und wie? Versuch mal als Schroff eine Frau kennenzulernen. Sind Schroff-Mädchen genauso giftig? Das Problem ist, dass sie noch viel giftiger sind. Wenn zwei Schroffs sich verlieben, dann wirklich für den Rest ihres Lebens. Wie romantisch. Naja, der Rest des Lebens ist dann eben nicht mehr besonders lang. Okay, hätten wir das erstmal abgefrühstückt. Und weiter sind wir trotzdem noch nicht, außer dass er total giftig, tödlich und hast du nicht gesehen ist. Hier können wir auch nicht weg. Was müssen wir mit den verschissenen Mord auch noch machen können, oder? Schild, hier sind irgendwelche komischen Ameisen oder sowas. Am Nachtschild, den Schroff. Hier. Mach das doch nicht von so weit weg! Hier, schmeiß das Ding da rein. Ach, hatten wir schon. Das mache ich nicht. Ja, komm. Dann schmeiß das da rein. Das wird nicht klappen. Dann. Nein, jetzt ist. Dann mach das. Das könnte Spaß. Schmeiß die da drauf. Das wird mir bei dem Fallenproblem nicht weiterhelfen. Ach doch, natürlich. Trümmer. Meine Güte. Ach ja, da war ja nichts dabei. Kann man hier noch mit der Bremsspur was machen? Ich wühle hier nicht im. Hier, dann pack das da rein. Das mache ich nicht. Doch. Mach das. Oh. Ich glaube. Hier macht es ein bisschen dreckig. Das war doch hier. Ja, es war geraten. Oh mein Gott, ich weiß schon wieder nicht, was wir machen sollen. Oh, Hilfe. Entschärfe die Fallen. Aha. Du könntest die Fallen stellen, indem du sie auslöst. Nein, wirklich. Das mit der Hilfe habe ich es gerade erst entdeckt. Ja, auslösen. Versuche ich doch die ganze Zeit mit dieser verschiedenen Baumform. Die hängen zu weit oben. Ja, komm. Tritt dagegen. Wenn ich jetzt dagegen trete. Nee, mir fällt der Helm hat er ja weggeschmissen. Oder in seine Tasche gepackt, die auf einmal nicht mehr aufzufinden ist. Das ist der Schroff. Ja, ich weiß. Hallo, Herr Schroff. Hallo, junger Freund. Wie ist das Wertebefinden? Ganz gut. Glaube ich. Ich brauche noch mal eure Hilfe. Gerne doch. Ich habe immer eine helfende Hand für meine Mitmenschen. Natürlich nur im übertragenden Sinne. Sonst wären sie ja sofort tot. Verstehst du? Alles, was ich anfasse, stirbt ja sofort. Ja, witzig. Was ich fragen wollte... Was soll ich denn machen? Das Fallensystem... Fürwahr, aber der... Das hatten wir ja schon. Da kann er uns nicht mehr helfen. Hier, mach irgendwas damit. Ich will ihn doch nicht erschlagen. Äußerst... Oder Moment, wenn ich die Kugel mit seinen Krallen so ein bisschen ankratze. Ah. So, und jetzt können wir das Ding auch da reinkullern. Haha. Ha, den Fallen habe ich es gezeigt. Na toll. Kannst du mir das erklären? Ich habe die Fallen entschärft. Nanu? Wer da? Ich wollte nur... Ihr seid ein Windmönch. Ihr tragt ja das Rot der Windwächter. Ja, auf dem Stoff sieht man Blutflecken nicht so deutlich. Bitte tötet mich nicht. Ich wollte eure Fallen nicht kaputt machen. Antworte ehrlich.
Bist du eine Gefahr für die Geheimnisse des Wurzelwaldes? Nein, ich bin keine Gefahr. Ich bin das Gegenteil. Ich bin die Ungefahr. Conroy hat immer zu mir gesagt... Conroy? Ich hasse diesen miesen, kleinen, hinterhältigen, verräterischen Gnom! Sollte ich diesen aalglatten, niederträchtigen, verabscheuungswürdigen Nacktmull jemals wieder treffen, werde ich ihn in seinen faltigen Hintern treten, bis er sich selbst als Mütze tragen kann. Was? Nein, ich kenne ihn nicht. Ich habe noch nie von ihm gehört. Also, ich war mal vor ewig langer Zeit sein Novize. Aber das ist bestimmt schon eine Stunde her. Du wirst schon noch reden. Hey, Flötennase. Keine Sorge, ich hol dich da runter. Was war das? Lebend? Okay, ja, lebend. So, solange Robert gefangen ist, spielen sie Laura. Okay. Ich werde aber erstmal eine Aufnahmepause machen, um zu gucken, ob das wirklich alles so funktioniert, wie es funktioniert. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich weiß nicht, wie ich schneiden werde. Mal gucken. Jorido, jo. Ja, und hier sind wir wieder. So, mit der Aufnahme war alles tutti frutti. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir jetzt momentan machen können. Genau, wir spielen momentan Laura. Guck mal. Hier hat der verrückte Alte einen Pfeil hingeschossen. Ja, anscheinend. Nimm ihn! Er steckt zu fest. Hehe, hast du gesagt. So, wir haben Murmeln und eine kleine Dose. Was ist denn hier? Schreinerameisennest. Heim der Schreiameise. Anscheinend unbewohnt. Okay. Ich will es nicht zerstören. Nein, natürlich nicht. Was kann man denn alles machen? Ein Haken. Oben ist noch ein bisschen Seil. Hey, Flötennase. Robert. Hier. Laura. Mann, bin ich froh, dass du hier bist. Ich fühle schon meine Beine nicht mehr. Naja. Okay. Mit wem redest du da? Mit niemandem. Nur mit mir selbst. Hallo Robert. Na, wie geht's? Bitte töten Sie uns nicht. Ich muss Flötennase da wirklich runterholen. Er dreht langsam durch. Robert, wenn du mich hören kannst, gib mir ein geheimes Zeichen. Okay. Wie ist denn das geheime Zeichen? Junge, wenn ich jemanden zum Reden haben wollte, hätte ich mir einen Papageien gefangen. Laura, tu was. Es tut mir leid, ich dachte eigentlich, das Seil reißt. Und dann was? Ich wäre einfach runtergefallen. Ja, aber du wärst doch in dem weichen Sumpf gelandet. Stimmt. Hast du keinen Respekt vor einem Windbrunnenwächter? Nein. So, also der Haken ist runtergefallen. Ein Hörrohr. Das müssen wir irgendwie kaputt kriegen, vielleicht. Er scheint wirklich sehr schlecht zu hören. Das Ding gehört doch eigentlich an einen Plattenspieler. Leider zu weit weg. Ja, du sollst es doch nicht nehmen. Hier, schmeiß Murmel rein. Nein, das bringt nichts. Nicht? Okay. Dann mach da Chili rein. Ja, nein. Keine Chili-Drops mehr drin. Okay, also ist hier leer. Oh, ein Brustbeutel. Er hat einen Brustbeutel. Kein Wunder, dass er tot ist. Ich komme nicht ran. Nicht. Wäscheleine. Die Unterwäsche eines alten Windmönches. Auf meiner Liste der Dinge, die ich nicht wissen will, schafft das auf jeden Fall die Top 3. Da hängt doch gar keine dran. Ich komme nicht ran. Ja, Mann, du sollst auch nicht mal drankommen. Komm, labern wir nochmal mit ihm. Psst. Okay. Überspringen wir es ganz. Was war das? Wer auch immer da ist, ich sehe dich vielleicht nicht, aber ich kann dich hören. Okay, also. Das bringt nichts mehr. Robert brauchen wir auch nicht mehr.
Für allzu viel können wir nicht mehr machen. Hier, vielleicht. Oh, Baum. Keine gute Idee. Baum. Um dort hochzukommen, bräuchte ich Hilfsmittel. Ach so, okay. Ja, hier. Gutes Beispiel von bringt nichts. Ja, okay. Hier, Chili. Keine gute Idee. Nicht, okay. Was können wir mit den Pfeilen noch machen? Gutes Beispiel. Ah, zum Waldrand. Da können wir noch immer runter. Okay. So. Ah, hier ist auch der Haken. Den nehmen wir einfach mal an uns. So. In den Wald. Also die kommen auf jeden Fall weiter weg. Laufen wir einfach mal da rein. Hier gelandet. Ein roter Knopf, verkabelt mit der Maschine. Ich habe irgendwie den inneren Drang, drauf zu drücken. Nur um zu sehen, was passiert. Dann tu es. Schreiende Stelle. Wo soll ich denn hingreifen? Ich kann nichts erkennen. Ich könnte allerdings draufhauen. Und wenn es nicht aufhört zu schreien, dann werde ich das auch tun. Hier, steck das Ding da rein. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Ja. komische Typen. Hier, komm. Was seid ihr denn? Was macht ihr hier? Oh, schaut mal, meine Herren. Wir haben Besuch. Großartig. Sie sind nicht zufällig die Putzfrau, die wir bestellt hatten? Putzfrau? Hier hinten können Sie gleich anfangen. Da wurde schon seit Jahren nicht gekehrt. Darf ich fragen, was ihr hier treibt? Wir betreiben aerologische Studien. Was bedeutet das? Das wissen Sie nicht? Wams, sei nicht so hart zu ihr. Sie ist nur eine Putzfrau. Ich glaube es nicht. Sie hat noch nie was von Aerologie gehört. Aerologie? Kennt ihr den verrückten alten Mann im Baumhaus? Ach der. Da müssen Sie ganz vorsichtig sein. Der Kerl ist gefährlich. Ja, wir haben schon versucht, an ihm vorbeizukommen. Aber er hat uns in die Flucht geschlagen. Unser vierter Kollege musste leider zurückbleiben. Ah, Simon. Aber der Alte ist so gut wie taub, halb blind und ungefähr 1000 Jahre alt. Und ihr seid zu dritt. Wollen Sie damit andeuten, wir sollten rohe Gewalt verwenden? Ich meine, wir haben es versucht, aber er war uns haushoch überlegen. Ja, das ist kein alter Mann. Das ist eine Präzisionskillermaschine ohne Gewissen. Wegen ihm haben wir Simon verloren. Simon war so eine treue Seele. Aber wir rechnen jeden Tag mit seiner Rückkehr. Na dann, viel Glück. Wahrscheinlich Simon der alte Typ, der da oben hängt. Ihr vermisst also einen Kollegen? Ja, sein Name war Simon. Ist. Sein Name ist Simon. Ich weigere mich, die Hoffnung aufzugeben. Nun ja, jedenfalls ist er von seiner Expedition nicht zurückgekehrt. Noch nicht. Alles, was uns von ihm geblieben ist, bleiben wird. Wie auch immer. Er war ein Genie und Gentleman. Zum Beispiel hat er diesen Globus hier erfunden. Kann ich den haben? Sie müssten ihn mir schon aus meinen kalten, toten Händen reißen. Interessanter Vorschlag. Ach, eigentlich brauchen wir ihn nicht mehr. Aber Latz trinkt immer seine Wurzel Coladas daraus. Ja, durch die Windbrunnenlöcher kann man Strohhalme stecken. Simon wird ihn außerdem wiederhaben wollen, wenn er zurückkommt, also nein. Ach komm, gib ihn einfach her. Aerologen. Was genau sind denn Aerologen? Ist das sowas wie eine Religion? Religion? Aerologie ist die Lehre des Windes. Eine hochkomplizierte Wissenschaft. Jawohl. Religion ist etwas für schwache Geister und Feiertage. Sehe ich genauso. Wir erforschen die Wege der Götter mit Messgeräten. Meint ihr den Kasten da hinten? Kasten? Tolle, hat sie gerade Kasten gesagt? Oh ja, ich habe es auch gehört. Also bitte, Kasten. Diese hochkomplizierte Apparatur sendet analoge Impulsvehikel aus, mit deren Hilfe wir den Verlauf der Windströme genauestens eruieren können. Und diese Windströme halten wir dann auf dieser Karte fest. Die Charta, Erika. Ah, ja.
Okay, Charter Area, Maschine, Pandur. Nochmal ein bisschen da. Der verrückte Alte hat meinen Begleiter gekidnappt. Wenn wir zusammen losziehen, können wir vielleicht ihn und euren Kollegen retten. Klingt hervorragend. Aber, ich kann die Station nicht allein lassen. Und ich muss heute noch unbedingt Wäsche waschen. Wollmäuse werden vollkommen unterschätzt. Toll. Ich sitze fest im Wald der Bekloppten.